Problem. Was? Was ist los? Hallo zusammen. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Feedback auf mein Video bekomme und dass es so oft geteilt wird. Vielen Dank dafür und es hat mich riesig gefreut. Und ich will auch gleich die ersten Fragen beantworten, die gestellt wurden. Manche von euch wollten wissen, ob auch wirklich jede Schlägerei mit einem Blickkontakt beginnt und nach dem gleichen Schema weiterläuft. Die Antwort lautet, nicht alle, aber die meisten. Das Problem ist, dass manche gar nicht merken, dass sie einen Schläger ins Visier genommen hat. Vielleicht, weil sie selber schon ein Bierchen zu viel getrunken haben oder weil sie ihr Umfeld nicht im Blick haben. Das sind meist die Personen, die erzählen, dass alles ganz plötzlich passiert ist. In Wirklichkeit haben sie die ersten Anzeichen der Gefahr nicht erkannt. Deshalb, wie ich bereits in der letzten Folge gesagt habe, achtsam sein. Darum geht es auch heute. Ich habe euch eine Situation vorbereitet, bei der ich sicher bin, dass viele von euch sie kennen. Aber zuerst das Intro. Problem! Was? Was ist los? Penner! 3 Sekunden. Von dem Moment, wo das Opfer seinen Gegner bemerkt hat, bis er niedergeschlagen wurde, sind nur 3 Sekunden vergangen. Und er hat überhaupt nicht mitbekommen, was um ihn herum überhaupt passiert. Klar ist es schön, Musik zu hören, wenn man unterwegs ist. Das ist ja auch der Sinn der Musik. Aber euch muss bewusst sein, dass ihr damit viel weniger von der Umwelt mitbekommt. Und euer Gefahrenradar ist komplett ausgeschaltet. Wer dann noch den Blick aufs Handy gerichtet hat, der ist komplett im Blindflug unterwegs. Das ideale Opfer für Typen, die Frust abbauen wollen. Hey, was ist das Problem? Schauen wir uns das doch nochmal gemeinsam an. Er baut ein Schutzschild auf. Was ihr euch aber bewusst machen müsst, es könnte sogar sein, dass beide gleich gut trainiert sind. Vielleicht hat das Opfer im ersten Videoclip gelernt, sich zu verteidigen. Er kann es aber nicht anwenden, weil er abgelenkt war. Die Wahrheit ist, egal welche Kampfkunst ihr trainiert, wenn ihr nicht mitbekommt, dass ihr im Kampf seid, könnt ihr euer Erlerntes nicht anwenden. Schauen wir weiter. Der Verteidiger macht das hier schon sehr schön. Er geht sofort auf Distanz und nimmt die Hände hoch. Das ist super wichtig. Ihr müsst die Hände hochnehmen, wenn euch jemand bedroht. Auch wenn der Typ seine Arme locker hängen lässt, müsst ihr die Arme bereits hochnehmen. Es sieht vielleicht harmlos aus, wenn er seine Arme hängen lässt, aber er kann ansatzlos von hier aus zuschlagen. Handfläche nach vorne und deeskalieren, das ist gut. Aber der Typ gibt keine Ruhe und deshalb der Schlag. Er zielt seitlich an den Hals, eine sehr empfindliche Stelle. Ich habe einiges zum Vorstoß in meinem E-Paper beschrieben. Schaut da mal rein, ich verlinke das in der Beschreibung. Als zweites schlägt er dem Angreifer mit dem Unterarm ins Genick. Eine extrem gefährliche Technik, die ihr nur im Notfall anwenden dürft und wenn der Gegner euch extrem überlegen ist. Der Verteidiger entfernt sich, schaut aber auf jeden Fall noch einmal zurück, um sicherzugehen, dass der Angreifer ihm nicht folgt. Ja, ich liebe es, wie er da rumsteht. Wie bestellt und nicht abgeholt. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Der Verteidiger sieht den Angreifer frühzeitig und gibt beim Rempler geschickt im Körper nach, anstatt dagegen zu arbeiten. Das kann man recht schnell lernen. Aber was danach geschieht, ist sehr wichtig. Er läuft weiter ohne Unterbrechung. Jetzt auf keinen Fall stehen bleiben, denn das ist der Plan des Angreifers. Er will seinen Spruch loswerden und zuhauen. Dadurch, dass der Verteidiger weiterläuft, muss er sich neu sortieren. Das dauert einige Sekunden und schon liegt 1 Meter zwischen den beiden. Dann 2, dann 3, dann 4. Schön zu sehen, der Verteidiger schaut immer wieder zurück, ob der Angreifer ihm folgt. Aber er bleibt nie stehen. Auch nicht, als der Angreifer ihn anspricht und ihn auffordert, stehen zu bleiben. Er geht einfach weiter, aber er blickt zurück. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Gegner in der Situation nachsitzt. Aber es gibt keine Garantie.
Ihr sollt immer fähig sein, eine Situation zu deeskalieren und den Streit zu verhindern. Aber ihr sollt auch bereit sein, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, richtig zu handeln. In dem Fall bedeutet das, den Rempler immer im Auge behalten. Sobald er nachsetzt, umdrehen und wie in Video 2 handeln. So, das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver. Wing Chun, die intelligente Selbstverteidigung. 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.